Willkommen zu einem neuen legendär galaktischen Let's Play. Wir schauen uns heute gemeinsam Marvel Guardians of the Galaxy an. Ja, wir dürfen heute schon loslegen. Großes Dankeschön geht raus an Square Enix, die mich schon sehr früh mit diesem Spiel ausgestattet haben. Oben steht Streaming-Modus, bedeutet, es läuft keine Lizenzmusik. Es gibt trotzdem coole Musik, nur eben keine fetzige 80er-Jahre-Lizenzmusik. Kann ich leider nicht verwenden. Ihr wisst, YouTube, Musik, Rechte, Lizenzen, immer alles ein bisschen schwierig. Aber hey, ich find's cool, dass wir diesen Streaming-Modus haben, denn so kann ich ohne Stress das Spiel für euch let's playen. Ich darf jetzt erstmal nur die ersten beiden Kapitel machen. Ich habe keine Ahnung, wie lang die gehen, aber es könnte sein, dass es eine kleine Pause gibt und wir dann halt weitermachen mit Kapitel 3 einen Tag vor Release. Also nur damit ihr Bescheid wisst, falls eine kleine Lücke entstehen sollte. Ansonsten habe ich das Spiel auch noch als Key zum Verlosen und zwar für die PlayStation, Xbox und für den PC. Ihr wisst, das Spiel kommt für beide Konsolengenerationen raus, also für die PlayStation 4 und die 5, genauso bei der Xbox. Was müsst ihr tun? Ganz easy, einfach nur eine Bewertung da lassen, einen Kommentar schreiben, mit eurem Discord-Namen und welche Version ihr haben wollt. Discord findet ihr natürlich wie immer in der Videobeschreibung. Und jetzt geht's los! Geburtstagskind? Kein Wunder, dass du mich nicht hörst. Dein neues Tape? Star-Lord. Wer ist der Typ mit den gruseligen Augen? Der hat keinen Namen. Er gehört zu den Space Riders und er ist nicht gruselig, sondern cool. Dein Space Rider hat alle Hände voll zu tun. Echt Dufte! Man sagt heute nicht mehr Dufte, Ma. Ma! Dufte was? Sagt heute keiner mehr. Oh, tja, deine Mutter schon. Was meinst du, besorgen wir uns Tickets und sehen sie mal live? Echt jetzt? Man sieht's deiner Mom nicht mehr an, aber ich war mal eine Rockerin. Dein Vater und ich lagen auf einem alten Chevy und hörten Black Sabbath und sowas. Du mochtest Black Sabbath? Wie schon gesagt, deine Mom ist cooler, als du denkst. Oh, wir haben in die Sterne gesehen und er hat mir erzählt, wo er schon überall war. Mom? Wie wär's mit Kuchen, hä? Ja, ich komm gleich nach. Hast du schon vor einer Viertelstunde gesagt? Wenn du dich nicht beeilst, muss ich den Kuchen eben allein essen. Nein, das machst du nicht. Doch, mach ich. Nein, das machst du nicht. Doch, mach ich. Hey, meine Frisur. Autsch! Peter! Du sollst doch dein Spielzeug nicht rumliegen lassen. Das ist kein Spielzeug, das ist eine Actionfigur. Eher eine Action-Landmine. Deinen Fuß stechen, ich werde. Er hat nicht mal... Ach, vergiss es. 13 lange Jahre. Sieh dich an. Wo sind die geblieben? Ich komm gleich nach, versprochen. Schon klar. Bring hell down from above. Tonight we ride straight in.
ziemlich geiler Keller, oder? Eine ziemlich geile Matte und ziemlich blaues Auge. Hoffentlich war es kein Witz von Mom, zu Star-Lord zu gehen. Ja, falls sie jemals hier draußen in der Pampa spielen. Hat der Dude da ein paar Wichstücher? Ja, hier drüben. Eine schöne Sammlung Knacklappen. Oh Mann, ich kann's nicht erwarten, das zu spielen. Vielleicht kann ich Andy überreden, dass er es von dem Geld vom Zeitungsaustragen kauft. Da oben steht die ganze Zeit Streaming-Modus an, aber ich kann's nicht abstellen, ne? Also sobald ich hier die Lizenzmusik deaktiviere, steht das da oben. Der wird eines Tages hunderte von Dollar wert sein. Ja, garantiert, Kumpel, garantiert. Ich muss Janies Highscore schlagen. Das ist peinlich. 3 Einsen hintereinander im letzten Spiel. Ein toller Bade bin ich. Geiles Zimmer. Auf jeden Fall ein richtig geiles Zimmer. Meine Finger sind immer noch verkrampft, weil ich damit Lesezeichen setzen wollte. Ich weiß, so soll man nicht spielen, aber ich hab's satt, überall zu sterben. Ich zieh die Aufkleber ab und kleb sie an die richtigen Stellen. Ne, nicht schlecht, nicht schlecht. Guck mal, ich bin schlau. Wenn du weiter so gut triffst, George, schaffst du es mit Sicherheit in die Hall of Fame. Der Film war okay, aber der Soundtrack war der Knaller. Ja, das Lied ist vorbei, aber wir können hier die Klampfe schwingen. Star-Lord. Richtig nice. Ich brauche mehr Hornhaut. Oh ja, ich habe früher auch Gitarre gespielt. Spiele ich auch heute noch ab und zu. Wenn ich mal Zeit habe, ah, da waren wir schon. Ich will eigentlich das Poster sehen. Und E-Gitarre, also eine normale Konzertgitarre. Es ist echt verrückt, dass die ganze Zerstörung mit einem kleinen Fehler angefangen hat. Das geht, aber E-Gitarre, da brauchst du Hornhaut auf den Fingern. Peter Quill. Peter Quill, wach auf! Heilige Scheiße! Drax, du musst damit aufhören, Mann. Das ist echt schreck. Wir nähern uns der Quarantänezone. Wie lange war ich weg? 15.338 Ticks. Ganz schön exakt. Die Verräterin ist bereit für unsere Mission. Sie erwartet dich im Cockpit. Gamora ist auf unserer Seite, Drax. Sie ist die Brut meines Erzfeindes und eine Mörderin. Ich traue ihr nicht. Versuch's wenigstens. Wir wollten doch ein Team sein. Ich kann nichts versprechen. Ja, du bist ein Hübscher. Die Haare sitzen. Alles easy, alles gut. Oh, das ist nicht bloß ein Schrottplatz. Die Quarantänezone ist der größte Haufen Trümmer aus dem galaktischen Krieg im bekannten Universum. Wir können dort jede Menge Tech finden. Ich bin gut. Es ist nur illegal, wenn das Nova Corps uns erwischt. Und das wird es nicht. Ah, da bist du ja, Quill. Sag Groot, er soll sich keine Sorgen machen, verhaftet zu werden. Ich bin Groot. Ich bin nicht zu selbstsicher. Ich bin genau richtig selbstsicher. Verhaftet? Weswegen? Unser Schiff ist gerade versehentlich in die Quarantänezone geraten. Ups, eine Fehlfunktion der Navigation. Ups.
Wie kann man versehentlich das Novacore-Kraftfeld durchfliegen? Details! Ich muss sagen, die Grafik ist echt gut. Schicke Teile, Rocket! Ich nenne sie Klopfer, wegen dem Geräusch, das sie machen. Wenn wir es ohne zerbröselt zu werden durchs Kraftfeld schaffen und zu deinen Koordinaten, müssen wir die nur aufstellen. Dann ist unser Monster ratzfatz rausgelockt. Und wie soll das funktionieren? Der Klopfer macht beep, 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 beep und das Monster kommt angerannt? Naja, er macht eher so... Hör mit dem Krach auf, sofort! Und schon kommt das Monster aus seinem Loch geschossen. Bist du da so sicher? Hey, ich krieg meine Infos aus deiner Quelle. Meine Quelle ist absolut verlässlich. Die Koordinaten führen hundertprozentig zu einer seltenen, scheuen, schweineteuren Kreatur. Von der wir nicht die leiseste Ahnung haben, wie sie aussieht. Kannst du mit dem Begriff scheu was anfangen? Ey, ganz egal, wie das Monster aussieht. Solange das Vieh Ohren hat, werden meine Klopfer es uns direkt in die Arme treiben. Also ja, es wurde ja viel gejammert, weil die Charaktere nicht aussehen wie in den Filmen. Das ist kein Chris Pratt, sondern das ist halt Star-Lord näher an den Comics. Man hat auch nicht die Stimmen genommen. Hat das mit der Eskorte auf Orga geklappt? Ich bin Groot. Was soll das heißen, du hast nicht zurückgerufen? Hast du nicht bemerkt, dass wir pleite sind? Ich bin Groot. Was? Moment. Um was für eine Eskorte ging es da überhaupt? Ich bin Groot. Ja, vielleicht bin ich lieber pleite. Alles klar. Ja, sehen halt nicht so aus wie die aus dem MCU. Die Stimmen sind auch nicht die vom MCU. Finde ich, ist auch gar nicht mal so eine verkehrte Entscheidung, weil die meisten Menschen... offiziellen Teammitgliedschaftsabzeichen sprechen. Drax, nochmal, es gibt kein offizielles Abzeichen. Dass du keins hast, ist klar, Attentäterin. Der Kleine hat gesagt, das Ganze sei ein gut gehütetes Geheimnis. Rocket, hör auf, ihn zu verarschen. Die meisten Menschen denken nämlich... Warum ist das Ding schon wieder offen? Rocket! So werden die Sachen nur schlechter drin. Die meisten Menschen wissen gar nicht, dass es Comics gibt. Ja, ich habe hier eine Preview gemacht und die meisten so, hör, es gibt Comics? Weißt du noch den Händler, den wir nach den Emittern gefragt haben? Als du weg warst, lehnt er sich zu mir und sagt, wofür brauchst du die denn? Ich bin Groot. Ja, als wollte ich aus der Milano einen Tanzclub machen oder so. Bitte nimm Abstand vom Bau dieses Clubs zum Tanzen. Ja, ja, schon klar, du bist kein großer Tänzer. Ich bin Groot. Was hätte ich ihm sagen sollen? Naja, ich baue damit Ultraschallköder, damit mein Team von Ex-Knackis am illegalsten Ort des Quadranten eine mysteriöse Kreatur fangen kann. Wie wär's mit einem Rabatt? Okay, Zugriff auf Daten. Oh, geil. Also der Soundtrack für Leute, die es nicht Let's Playen, Take On Me von Aha, Billy Idol. Ui, da sind echt... geile Sachen dabei. Selbst so Sachen wie Bonnie Taylor. Holding Out for a Hero. Hammer. Also, schade, dass wir es halt nicht genießen können. Man verpasst einen absolut glorreichen Soundtrack der 80er. Iron Maiden, Kiss, wirklich Rock, Hard Rock, Pop Rock, alles mit dabei. Aber naja, YouTube. Müssen wir nicht mehr drüber diskutieren. Hier oben, Peter. Hey, das ist mein Stuhl. Warum sitzt du da nicht drauf? Ich habe eine Strategie erarbeitet. Ach. Wir müssen ja nicht nur rein in die Zone, sondern auch noch dieses Monster fangen. Exakt. Habe ich irgendwas verpasst? Aus einem Dutzend misstrauischer Blicke von Drax nicht wirklich. Wenn du also mit deiner Planung fertig bist, darfst du dich ruhig hinsetzen. Wir sind fast startklar. Okay, wollen wir noch irgendwas bequaken oder... Nee. Dieser Moment der Ruhe erinnert mich an die legendäre Belagerung von Sektnav 7. Sobald wir das Kraftfeld passieren, gibt's kein Zurück mehr. Deine Schwarzmarkt-Codes werden das Nova-Netz knacken, richtig? Ja, sobald du sie in deine Konsole eingibst. Alright. Ich würde sagen, wir gehen nochmal runter und schauen, was Leute, da unten abgeht. Unser großer Anführer ist weg. Schickt ihr ihn bitte zurück? Peter Quill,
Die Mörderin ruft deinen Namen. Oh, klingt schmutzig. Nein. So, mein Großer, was geht denn hier? Drax. Wegen Gamora. Kann das nicht warten. Ich bereite mich auf die Schlacht vor. Du weißt, wir sollen dieses Monster einfangen, oder? Nicht töten. Natürlich, aber das wird wohl kaum ohne Kampf abgehen. Ganz ruhig, Muskelpaket. Lady Hellbender kauft keine beschädigte Ware. Ich werde versuchen, die Unversehrtheit der Bestie zu bewahren. Gut. Was haben wir denn hier drüben? Hey, Groot. Alles gut, Kumpel? Ich bin Groot. Ich bin Groot. Du weißt, dass ich dich nicht verstehe, Groot. Aber ich gehe davon aus, dass du etwas sehr Nettes und Fürsorgliches gesagt hast. Ich bin Groot. Was hat der Baum gesagt? Keine Er hat gesagt, Ahnung. Fick dich. Das hat er gesagt. Okay, hier kann ich Morgan irgendwas rumfummeln. Dir. Hey, selber Morgan. Ich bin Groot. Morgoth hat was mit Höflichkeit zu tun? Ich werde die Sitten von K'Tath nie verstehen, Kumpel. Ja, Drax ist schon ein harter Hund. Er könnte rein theoretisch laut Comics den guten alten Thanos alleine bezwingen. Geht's jetzt los? Jetzt? Jetzt? Okay, es geht weiter. Gut, ich bin bereit. Jetzt. Rocket, Groot, Drax, kommt her, wir gehen rein. Ein paar Ticks haben wir noch bis zum nächsten Zeitfenster. Wieso noch warten? Nach jeder Rotation erfolgt ein Security Reset. Wir müssen rein und wieder raus, bevor unser Code abläuft, sonst sitzen wir fest. Und wenn wir auf den Reset warten, haben wir eine ganze Rotationszeit. Cool. Hey, wieso steht das Nova-Netz noch? Ich dachte, wir gehen rein. Anscheinend sind die Kontakte der Verräterin genauso wenig vertrauenswürdig wie sie selbst. Sag mir bitte nicht, dass Gamoras Backdoor-Codes für den Arsch sind. Die haben uns unser letztes Geld gekostet. Ganz ruhig, Rocket. Wir haben noch ein paar Ticks bis zum nächsten Zeitfenster. Okay, gerade ist der Reset erfolgt. Du kannst den Code jetzt eingeben, Peter. 0451. Das ist alles? Vier Zahlen? Verdächtig. Das sind zu einfache Sicherheitsmaßnahmen für das Nova Corps. Es ist nicht einfach. Der Code gilt nur heute auf diesem Schiff. Oh, ich verstehe schon. Gamoras Codes sind eher Verschlüsselungen zur Eingabe temporaler Koordinaten und der festen Seriennummer unseres Schiffs in einen lokalen Zahlengenerator. Infos rein, Zahlen raus. Geschafft. Drin. Unglaublich. Ich wusste nicht, dass die hier nach dem Krieg so ein Trümmerfeld hinterlassen haben. Die Chitauri-Armee war noch nie besonders zimperlich. Schon gar nicht unter Thanos. Das ist wahrscheinlich nur noch harmloser Schrott. Ich meine, Nova Corps hatte doch jetzt 12 Jahre Zeit, das wirklich gefährliche Zeugs wegzuräumen. Ja, das mag ich so an dir, Quill. Diese Unschuld. Wow. Was könnte ich mit all der Tech Wunderbares und Schreckliches anstellen? Konzentrier dich, Naga. Wir sind nicht zum Plündern hier. Warum nicht? Die Waffensysteme der Milano könnten's vertragen. Und gutes Geld wär's noch dazu. Die Bestie, die wir suchen, ist für die Monsterkönigin von Sektor 9 viel mehr wert als jedes illegale Bergungsgut. Ein ganz schöner Slalom hier. Ich sehe zwar kein Monster, aber der große Zylinder da vorn könnte das Bergbauschiff sein, das Peters Freundin gemeint hat. Freundin. Für eine Nacht. Und das Monster wird schon auftauchen, wenn die Rockets Monster-Unlock-Dinger aufstellen. Flag, ja. Groot, Quill, Stiefel an. Team Rocket geht zuerst. Ich soll mit der Attentäterin an Bord bleiben? Wieso das denn? Ganz einfach. Du gehörst zu Team Grün. Du hast mich ins Team gesteckt, bevor es so hieß. Und meine Haut ist nicht grün. Sie ist türkis. Türkis? Was? Hör zu, wenn wir das Monster in die Bergbauanlage locken wollen, dann müssen wir auf beiden Seiten Klopfer haben. Zwei Seiten, zwei Teams. Zwei Klicks bis zur Abwurfstelle. Auf dem Untergrund kann ich nicht landen. Ihr müsst springen. Das war das Stichwort. Los geht's, Groot. Das
wird ein Spaziergang. Wenn die Klopfer aufgebaut sind, treffen wir uns in der Mitte und fangen das Monster. Alle zusammen. Na gut. Klopfer 1 steht. Wir sehen uns am Treffpunkt. Gamora, pass auf mein Baby auf. Es ist ein Schiff, Peter, kein Kind. Es ist unfassbar. Ich bin Was, der rote Schleim? Groot. Okay, du nimmst jetzt also den... Oh. Alles okay, Quill? Ja, ich glaub schon. Ist dieses rosa Harz wirklich stark genug, um diesen Ort zusammenzuhalten? Oh ja, ja, ja. Wirklich, wahrscheinlich stark genug. Ich bin Groot. Nein, der ist total sicher. Können wir jetzt den Giftschleim vergessen und uns dem coolen Kriegsschrott widmen, den er zusammenhält? Ich bin Groot. Ich meinte nicht giftig, giftig, aber nimm ihn nicht in den Mund. Ja, man kriegt hier definitiv ein komisches Gefühl. Hast du was zum Verkaufen gefunden? Nein, nur alte Korrespondenz. Du weißt, die Geschichte des Galaktischen Krieges interessiert mich. Nein? Ich hab dich noch nie was ohne Bilder lesen sehen. Ich lese sehr viel ohne Bilder. Ja, ich lese auch viel ohne Bilder. So, Freunde, hier machen wir einen kleinen Break, denn wie gesagt, das ist jetzt noch nicht das volle Let's Play. Ich kann ja nur die ersten beiden Kapitel spielen. Hat diese Info bei seinem Flirt auf Contraxia leider nicht erhalten. Es wird ein Monster sein, das sich verkaufen lässt. Und ich hab nicht geflirtet, sondern getrunken. Vielleicht auch das mit dem Streaming-Modus an, kann man vielleicht auch in der fertigen, finalen Version, es fehlt ja natürlich noch Day-One-Patch wahrscheinlich, kann man das wahrscheinlich abstellen. Ich hoffe es zumindest, es ist ein bisschen störend, aber ja Leute, wie gesagt, das Spiel ist noch nicht draußen. Ich find's toll, dass wir jetzt hier schon einen Blick gewinnen können. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen Spaß gehabt. Darauf laufen, mehr oder weniger. Die reden wirklich permanent. Deshalb ist Team Grün auf der Milano. Es ist viel gefährlicher, hier drin rumzufliegen. Das habe ich gehört. Gut, ja, die reden wirklich permanent. Bis zum nächsten Mal, denkt ans Gewinnspiel, Bewertung da lassen und tschüss!